Hallo Freunde, willkommen bei Patio Gaming und zurück zu Rodeo Stampede. So, wir haben drei Missionen. Einmal 40 Fische, immer noch. Wir müssen immer noch 15, 40 Meter Sprünge schaffen, einen Durchgang. Und jetzt neu ist 3000 Meter in einem Durchgang. Okay, wir widmen uns mal den Büschen, würde ich sagen. Also, zack, 40 Büsche in einem Durchgang. Das ist schon mal gute Busch-Action hier. Zack, Busch, 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 okay. Waren schon mal 9 Stück, nicht schlecht. 10, 11, 12, 13, okay, 14 und Absprung, 15. Jawohl, sieht doch gar nicht schlecht aus. Fast schon die Hälfte, wa? Oh, hier wird's eng, ich spring mal um. Voilà, gib mir einen Busch, Junge, gib mir Büsche hier. Zack, zack, zack. Ha, nein, nein, nein! Was mache ich? Warum? Warum habe ich losgelassen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Okay. Und Kiste ist auch gut. Busch, Busch, Busch. Und geh noch. Zack. Und Absprung. Jo, nehmen wir den hier. Busch, Busch, Busch. Zack, 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 zack. Und. Oh, Mann, bin ich doof, ey. Mann, bin ich doof, Leute, ohne Witz. Ohne Witz, ich bin so doof. Busch. Noch ein Busch. 4, 5, 6, 5. Oh. Ah, nein. War ich mich denn da hingepfeffert, ey? Gott. Okay, zack. Busch, Busch. Busch, Busch. Doppelbusch. Noch ein. Und Abflug. Es wird eng. Zack. Oh ja, hier. Ja, hier ist gut. 3 Stück. Geh weg da. Hätte mir einen Busch versperrt, wa? Zack, jo, hier 2 hintereinander. Jawohl. Nein. Okay, Freunde. Ich nehme mal ein neues Starttier. Denn es gibt zum Beispiel den Elefanten. Der Elefant kann komplett alles umrennen. Alle Bäume, Steine, andere Tiere. Und darum ist es relativ einfach, mit den Büschen zu sammeln, weil wir auf nichts achten müssen. Wir müssen nicht ausweichen, nichts. Wir müssen einfach nur Büsche sehen und drauf zureiten. So, hier, wir können alles umballern und können straight hier auf die Büsche zurasen. Bam. Bam, 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 bam. So, seht ihr, 10 Büsche mit einem Elefanten geholt, das ist gut. Oh, hier sind 3 hintereinander, jawohl. So, das heißt, kommen aber, es waren 3 hintereinander. Hier nochmal 2, zack, zack. Okay, wir sind schon ziemlich gut in der kurzen Zeit. 19, die Hälfte schon geschafft. So, was der Elefant ausmacht, ne? Zack. Hier ist einer, jawohl. Zack. 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 Okay, ich tausche mal. Ist mir zu hoppelig hier. Blaues Känguru, auch nicht schlecht. Kiste, jawohl. Gibt immer Gold. Busch. Busch. Steig mal um. Känguru ist nicht so gut, weil das hüpft halt. Und dadurch kann es Büsche verpassen. Oh nein! Oh nein! Oh Mann! Ich tue mich gerade so schwer. So schwer tue ich mich selten, muss ich sagen. Busch, Busch. Stein. Tier, Tier, Tier. Busch. Busch. Komm, den noch. Oh nein. Oh, und ins Nichts geworfen. Leute, ich spiele gerade so mies, ey. Oh, ich muss doch nicht immer zeigen hier. Busch. 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 Der Anfang geht noch. Irgendwann werde ich so irgendwie, ich weiß gar nicht, unkonzentriert. Ich keine Büsche mehr. Sterbe dumm. Pfeffer mich ins Nichts. Busch, Busch, Busch. Busch, Busch. Steck um. Keine Lust auf Gehoppler. Busch, Busch. Busch. Den noch. So. Hier, nächstes Schaf. Wow. Vorsicht, Freunde. Lauf mir nicht vor die Flinte. Zack, 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 zack. Zack. Und umsteigen. Wenn das Ausrufezeichen kommt, seht ihr sicherlich öfter mal über dem Tier. Dann wird quasi seine Fähigkeit aktiviert. Im Falle vom Schaf, von dem Weißen, vom Schaf halt, ist es, dass er weiter hoppelt. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, da er schlechter zu steuern ist. Aber zumindest wirft er uns nicht ab, dass wir wirklich sterben sollen. Das macht er zumindest nicht. Okay, Busch. Ah, Mist. Jetzt wird es hier langsam mau mit Büschen, ne? Je weiter man kommt, desto weniger Büsche gibt es. 2, nice. Zack, zack. 30. Komm, Leute, noch 10 Büsche.
Nein, Mann, verdammt, ey. Da war gerade neues Tier, da bin ich abgesprungen. Der hockt da immer auf seinem blöden Baum da oben. Ist super schwer zu sehen und ich krieg ihn einfach nicht. Mein Gott. Aber hier, ein paar gute Büsche eingesammelt, Leute. 12 haben wir schon. Dieser blöde Fallbetter auf seinem blöden Baum. Ich sehe den einfach immer zu spät. Mein Gott. Oh, hier sind 3 Büsche hintereinander. Jawohl. 4. Nice. Und Absprung. Busch. Hier. Zack. Zack. Da ist noch einer. Komm. Zack. Und Absprung. Bam. Bam. 2 hintereinander. Hier noch einer. Bam. Oh oh. Steig mal um. Gute alte Kamel. Abos. Känguru, das ist allerdings nicht so prall hier. Oh Gott, ey. Das ist nicht wahr, Leute. Ich schaffe diese blöden Büsche nicht. Okay, ich mache mal was anderes. Ich habe genug gerade von Büschen. Wir reiten nun mal, oder versuchen zumindest mal, 3000 Meter am Stück zu reiten. Ohne zu sterben, ohne einmal abzuspringen, also auf ein neues Tier zu springen. Einfach nur 3000 Meter am Stück. Das geht nur mit dem Strauß oder dem Emu. Da ihre Fähigkeit ist, immer weiter zu rennen. Die werft dich nie ab, außer du tust sie selbst. Darum nehmen wir den Strauß. Und hier links oben seht ihr ja immer meine Meterzahl, ne? 3000 Meter ist das Ziel. Und los. Oh, okay, das war nix. Oh, wohin fliegen? Da ist nix. Okay. Auch schwierig, aber gut, kriegen wir hin. Wir schaffen das definitiv. Zwischendurch nehme ich ein paar Büsche mit. Oh Gott, ey. Der einzige Nachteil an dem Strauß bzw. Emu ist, er wirft dich zwar nicht ab, du kannst unendlich weit reiten, allerdings wird er auch immer schneller. Da das irgendwann unglaublich schwer ist, da überhaupt noch mitzukommen im Auge. Darum muss ich auch ein bisschen weniger quatschen, um mich zu konzentrieren. Drittel haben wir. Meter, Freunde. 2000. Nein! Oh, verdammt, das war knapp. Verdammt nochmal. 2200. Ah. Okay. Ich glaube, letzter Ritt für die 3000 jetzt. Schon. Wo? So ein Wasserloch zwischendurch ist gar nicht mal schlecht, weil das ein bisschen abbremst. Nein! Schon wieder 2200? Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin an der gleichen Stelle gestorben. Oh Mann! Okay, nochmal. Was soll's? Das macht Spaß. Naja, muss die Motivation halt hochhalten, ne? Ah. Mein Finger sitzt nicht gut zum Lenken, Leute. Der sitzt ganz hier am Rand vom Pad. Ich kann kaum lenken. Oh Gott. Sitzt echt ganz am Rand außen. Ich kann kaum lenken, Leute. Oh. Oh, verdammt, mein Finger. Ah. Yes! Woo!
Leute, ihr habt es geschafft. 2000. Oh. Donnerlittchen. Donnerlittchen, oder? Okay, Freunde. Und ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, wünsche ich euch das Beste. Macht's gut, oder? Ciao.